Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Eltern, meine Eltern sind heute auch da, liebe Familie, liebe Freunde. Ich wusste, dass das heute hier heute ein Heimspiel wird, aber dass ich so viele bekannte Gesichter hier sehe, das ist wirklich toll. Erstmal Gratulation der Volkshochschule Coburg, 100 Jahre. 100 Jahre Wissen teilen, gemeinsam lernen, das ist eine tolle Geschichte. Ich glaube, die Volkshochschule ist wirklich ein wichtiger Bestandteil für eine aktive Bürgerschaft. Und dass ich anlässlich dieses 100-jährigen Jubiläums hier sprechen darf, ist wirklich eine große Ehre und es bedeutet mir total viel. Also vielen Dank schon mal im Voraus. Dankeschön. Sie haben es gehört, ich bin in Coburg geboren und aufgewachsen. Und man mag es natürlich nicht glauben, aber ich feiere 25-jähriges Abiturjubiläum dieses Jahr am Kasimirianum. Und natürlich hat die Stadt mich geprägt und insofern ist es wirklich, wirklich schön, mal wieder zu Hause zu sein, das muss ich sagen. Ja, also erstmal vielen Dank natürlich Herr Mayer, Herr Hess über die Einführung und auch über die Vorurteile. Das hilft bei so einem Vortrag immer ungemein. Weil worüber will ich heute sprechen? Über moderne Kunst, über zeitgenössische Kunst. Und das ist so eine Sache mit der modernen Kunst. Die ist ja mit ganz vielen Vorurteilen und vor allen Dingen auch sehr viel Missverständnissen verbunden. Der ein oder andere erinnert vielleicht die Anekdote aus den 70er Jahren, wo in einem berühmten Kölner Museum, ich sage jetzt mal keinen Namen, ein Teil der Beuys'schen Fettecke einer sehr aktiven Reinigungskraft zum Opfer gefallen ist. Diese Putzfrau hat nämlich die Hälfte dieser Fettecke, die heute einen Millionenbetrag wert wäre, dem Restmüll zugewiesen. Dazu passt auch der Witz, dass zwei Rocker im MoMA, Museum of Modern Art, vor einem abstrakten Gemälde stehen, da ist nur so rumgesprayt und die beiden schauen sich an und sagen, lass uns lieber schnell abhauen, sonst denken die noch, wir sind's gewesen. Also ich muss Ihnen sagen, es macht gar nichts, Unwissenheit und Vorurteile. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Lassen Sie sich auf was ein. Vielleicht kann ich das ein oder andere Missverständnis ausräumen und Sie ein bisschen begeistern, für, wie ich finde, für die spannendste Kunstform, die es gibt. Und insofern würde ich sagen, fangen wir mal an. So sieht die Agenda heute aus. Und falls der ein oder andere noch den Raum verlassen möchte, dann bitte jetzt. Es sieht ein bisschen nach viel Theorie aus, ist es aber nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich Ihnen ein bisschen das Haus zeige, dass ich nochmal den Begriff zeitbasierte Medienkunst definiere. Herr Hess hat schon erwähnt, mein erster Schlüsselmoment, vielleicht zündet der Sie auch an. Und dann würde ich gerne ein bisschen über Sammeln allgemein sprechen und über die Sammlungsstrategie, den Sammlungsaufbau. Aber über Kunst sprechen ist natürlich das eine. Kunst anschauen ist das andere und ich kann Ihnen versprechen, ich glaube, wir haben wirklich spannende Videobeispiele und da ist schon einiges zu sehen. Und also wir haben nicht nur Theorie, sondern wir haben viele, viele Bilder und Abbildungen und vor allen Dingen auch wirklich tolle Videobeispiele. Ja, fangen wir mal an. Das ist unser Stammhaus in Düsseldorf, ein wunderschöner Fabrikbau von 1907, denkmalgeschützt, eine ehemalige Bühnenbildwerkstatt. In Düsseldorf umgebaut von einem Berliner Architekturbüro Kühn-Malvezzi, die sich spezialisiert haben auf den Messe- und Ausstellungsbau. Und ja, das ist jetzt seit über 10 Jahren, wie gesagt, unser Stammhaus. Wir haben über 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche und auch 2 Kinoräume, sowohl im Untergeschoss, ein digitales Kino, und im Obergeschoss ein analoges Kino, was wirklich ganz toll ist für 16 mm und 35 mm. Heute sitzen wir hier in so einem tollen modernen Kino. Das ist natürlich für mich auch fantastisch, aber auch so ein historisches Kino ist toll. Da muss zwar immer der Filmeinleger kommen und wir haben wirklich große Spulen, die dann mit der Hand zurückgespult werden. Aber das ist ein tolles Seherlebnis. Das Haus ist nochmal bei Nacht zu sehen. Das ist eigentlich sehr schön beleuchtet mit den 2 Türmen. So sieht das Erdgeschoss aus, dass Sie so ein bisschen eine Vorstellung bekommen. Wir haben es natürlich komplett entkernt und den Raum in den White Cube sozusagen umfirmiert, damit er eben optimal für die Präsentation genutzt werden kann. So, und jetzt ist, oh Gott, jetzt habe ich glaube ich auf ausgedrückt. Nee. Moment. Ah, da sind wir wieder. So. Das ist das Obergeschoss, das haben wir vollkommen entkernt. Also Sie sehen, das ist wirklich ein klassischer Industriebau.
der wirklich hervorragende Ausstellungsmöglichkeiten bietet. Seit 2016 gibt es uns in Berlin. Warum Berlin, bin ich immer wieder gefragt worden, aber Berlin ist natürlich ganz klar die Kunst- und Kulturhauptstadt und ganz viele Künstler unserer Sammlung leben in Berlin und mir war es unheimlich wichtig, dass wir auch bei den Künstlern sind, dass wir in der Nähe der Künstler sind. Berlin hat eine große Start-up-Szene, Berlin hat eine große Blogger-Szene und nach 10 Jahren haben wir uns entschieden, knapp 10 Jahren, 9 Jahren, wir müssen nach Berlin gehen. Ich möchte dort auch einen zweiten Standort eröffnen. Es war ziemlich schwierig, Räume zu finden, obwohl Berlin sehr viel Leerstand hat, aber die waren immer alle besetzt oder da war irgendwas vorher drin, was irgendwie nicht passte. Und wir haben dann 2016 die Räume in der Leipziger Straße gefunden. Das ist das ehemalige tschechoslowakische Kulturzentrum der DDR. Die gesamte Leipziger Straße in Berlin ist zu DDR-Zeiten als Masterplan entwickelt worden. Und das ist so eine Art Bauhausriegel, der so ein bisschen vorgelegt ist, liegt wirklich mitten in Berlin, direkt hinterm Gendarmenmarkt und bietet uns auf 3000 Quadratmetern wirklich optimale Ausstellungsfläche. Es war übrigens am Ende ein Nachtclub und wir haben den dann in wenigen Monaten umfirmiert und auch umgebaut, zusammen mit Johanna Meyer-Grobrügge. Das ist eine junge Architektin, die in Tokio bei Sanaa studiert hat und ihre Idee war es, den Vorhang anzubringen. Innen wie außen, das heißt, alle Wände, die nicht bespielt werden, haben einen Vorhang. Das gibt diesen Räumen so eine gewisse Eleganz. Und natürlich hat ein Vorhang auch immer so einen Privatcharakter. Und das fand ich eigentlich ganz schön, in so einem semi-öffentlichen Raum diesen Vorhang eben anzubringen, innen wie außen. Und so bietet uns eben Berlin auch mit 3000 Quadratmetern wirklich eine optimale Ausstellungsfläche. Zusammen mit beiden Ausstellungshäusern haben wir in 25 Jahren über 12 Ausstellungen realisiert und letztes Jahr hatten wir 50.000 Besucher in beiden Ausstellungshäusern zusammen, was für eine Privatsammlung und dann noch für eine Mediensammlung eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und insofern freuen wir uns und es geht auch an beiden Standorten natürlich weiter. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt mal zu erläutern, was ist überhaupt zeitbasierte Medienkunst. Der Begriff wird ständig verwendet und es kursieren auch unterschiedliche Definitionen. Also wir vom Team hier und eigentlich auch, wenn man sich die Kunstgeschichte anguckt, ist es so, es zählt dazu Video, Fotografie, Installation und auch Performancekunst. Sie haben richtig gehört, Fotografie, hat die jetzt eine Zeit? Ja, hat sie. Zum einen ist es natürlich die eine Sekunde, die eingefangen wird mit der Kamera, aber es gibt auch Künstler, die mit langen Belichtungen Zeit abbilden können. Thomas Wesely ist so jemand. Also wie gesagt, wir zählen dazu Video, Fotografie, Installation und Performancekunst. Und es ist natürlich klar, es geht um den Zeitaspekt, zeitbasiertes Medium. Und so gibt es zum einen die Echtzeit, die eine Arbeit dauert. Und es gibt die Zeit, die der Rezipient braucht, um die Arbeit zu erfassen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Echtzeit, das längste Video, was wir in der Sammlung haben, und ich glaube, es ist auch immer noch das längste Video der Mediengeschichte, ist 3,5 Monate. Sie haben richtig gehört, 3,5 Monate am Stück. Das ist der Bau eines Wespennests in Echtzeit, wo mehrere Computer, wenn man sie einmal angemacht hat, als Festplatten immer einspringen und die Arbeit perpetuum mobile 3,5 Monate durchläuft. Es gibt einen Beamer. Da kann man die Arbeit sichtbar machen, aber den muss man dann ausschalten am Wochenende oder Sonntagabend. Und wenn man dann Montag zurückkommt, ist das Nest natürlich weitergewachsen und das kann man sich dann wieder anschauen. Ich habe die Arbeit natürlich noch nie ganz gesehen, kein Mensch, das geht ja auch nicht. Aber so mal eine Vorstellung zu haben, wie lange zeitbasierte Kunst sein kann, also bei uns, wie gesagt, 3,5 Monate ist das längste. Das kürzeste ist vielleicht so ein Loop, so 30 Sekunden, der sich immer wiederholt. Ja, zu den Merkmalen zeitbasierter Medienkunst zählt zum einen, dass sie an Ort und Zeit eben gebunden ist und dass sie installiert werden muss. Wir haben das von Herrn Hess eben schon gehört. Er sagt, er kann sich das ja auf dem Handy angucken oder auf dem Computer. Dann spricht man von NetArt. NetArt sammle ich nicht. Die Kunst, die ich sammle, muss immer in einem Raum und immer vor Ort installiert werden und bedarf immer einer Technik. Also ohne Technik geht es nicht. Es ist ein ephemeres Medium, es ist ein immaterielles Medium, was immer wieder durch die Technik erst sichtbar gemacht wird. Mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Herausforderungen, aber darauf werde ich noch eingehen. Es ist ganz spannend,
schaut man sich mal in der Kunstgeschichte um, so war es eigentlich über Jahrtausende der Wunschtraum wahrscheinlich aller Menschen, die Zeit manchmal schneller zu verschnellern oder anzuhalten, aber vor allen Dingen auch der Künstler. Und ich habe ein bisschen was mitgebracht aus der Kunstgeschichte, weil ich dachte, es ist vielleicht ganz schön, wenn wir erstmal zurückgehen und uns dann der Medienkunst widmen. Wir kennen es aus dem Barock, die sogenannten Stillleben. Ich habe Ihnen hier eine sehr schöne Arbeit mitgebracht von Peter Claesz. Ein Vanitas-Stillleben mit einem Dornzieher. Dornzieher ist dieses kleine Mannequin, was da oben sitzt und sich aus dem Zeh einen Dornen zieht oder einen Dorn zieht. Und hier ist es ganz klar, der Künstler hat versucht, durch die Abbildung des Schädels und auch dieser Knochen und Gebeine Vanitas, Vergänglichkeit, Tod abzubilden. Ähnliches kennen wir auch von den Stillleben mit Früchten, wo eben versucht wird, dieses Verfaulen der Früchte zu zeigen, diesen einen Moment einzufangen, diese eine Sekunde. Und ich finde, die Arbeit ist ganz toll, weil wenn Sie mal ganz genau hingucken, gibt es zwei Insekten, die genau in der Sekunde, als der Künstler wahrscheinlich über 2 Jahre lang das Bild gemalt hat, eingefangen sind. Das ist nämlich einmal eine Biene und eine Fliege. Also es war immer der Wunsch, die Zeit einzufangen. Und wir können noch weiter zurückgehen in der Kunstgeschichte. Und dann sind wir 200 vor Christus, die berühmte Laokoon-Gruppe. Also nicht nur in der Malerei, sondern auch in der Skulptur hat man versucht, diesen einen Moment der Bewegung einzufrieren, einzufangen. Und ich glaube, mehr Dynamik und mehr Bewegung, als diese Skulptur ausdrückt. Und es war eben damals nur möglich, sie in einer Marmorskulptur auszudrücken, kann man nicht. Ja, was ist passiert in den 60ern, Ende der 60er, Anfang der 70er? War es dann auf einmal möglich, Zeit einzufangen und für Künstler mit Zeit zu arbeiten? Die Firma Sony hat 1967 den Porta-Pack auf den Markt gebracht. Ich muss später mal meinen Vater fragen, der ja sehr technikaffin ist, ob er oder meine Großmutter vielleicht auch zu Hause dieses Gerät hatten. Von da an war es jetzt für Künstler möglich, mit Zeit zu arbeiten. Zeit zu manipulieren, Zeit zu verschnellern, Zeit zu verkürzen. Und der Erste, der das wirklich gemacht hat und der so als Urvater der Medienkunst gilt, ist Nam June Paik. Das ist ein Koreaner, der 1973 seine erste Ausstellung in Wuppertal hatte, in der Galerie Parnas. Das ist ganz schön, dass wir in Düsseldorf sitzen und in Wuppertal war 73 die allererste Medien- und Videoausstellung. Und wir haben in der Sammlung eins seiner allerersten Videos von 1973. Die Arbeit heißt Global Groove und die möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wie gesagt, die Bildqualität lässt natürlich zu wünschen übrig. Sag nochmal, das ist eine Arbeit von 73, analog bearbeitet, manipuliert mit Videosynthesizern, mit verschiedenen Bildebenen, manuellen Übergängen und einem Materialmix. Aber ich finde es wahnsinnig erfrischend zu sehen, mit welcher Dynamik auch schon 73 gearbeitet wurde. Natürlich mussten wir jetzt diese Videoarbeit nochmal komprimieren für den Vortrag. Also insofern entschuldigen Sie die Qualität. Die ist im Original aber auch nicht viel besser. Weil nochmal, wir sprechen von 1973 und jetzt gehen wir mal ins erste Video. This is a glimpse of a video landscape of tomorrow. When you will be able to switch to any TV station on the earth. And TV guides will be as fat as the Manhattan telephone book. Devil with a hood, that's a hood, that's a hood, that's a hood.
ich habe natürlich gedacht, der eine oder andere springt auf und bewegt sich ein bisschen mit. Also bitte keine Zurückhaltung hier. Ja? Also ich freue mich, wenn Bewegung im Saal ist. Ja, nachdem ich Ihnen so ein bisschen die Anfänge der Medienkunst erläutert habe, glaube ich, ist es vielleicht ganz spannend, Ihnen zu erzählen, wie das bei mir angefangen hat oder wie meine liebe Großmutter immer gesagt hat, wie konnte denn sowas passieren? Bei mir ist es passiert 2003. Also da hatte ich schon ein Schlüsselerlebnis. Ich meine, diese Prägung, sagen wir mal, bedingt auch durch die Zeit, in der ich geboren bin, 1975, aufgewachsen mit TV und MTV, in einem sehr technikaffinen Haushalt, wie Sie sich vorstellen können, hat natürlich schon das zum einen oder anderen geführt. Übrigens habe ich noch die Story gehört, das passt jetzt hier ganz gut rein, dass meine Urgroßmutter, die Elfriede Obele, eine der ersten Frauen war, die in Coburg einen Fernseher hatten, nämlich nach der Weltausstellung. Also es gibt da schon auch eine gewisse familiäre Prägung, aber ein wichtiger Schlüsselmoment war natürlich für mich so die erste Begegnung mit einer Videokunstinstallation, muss man ja sagen. Es ist ja nicht eine Einkanalinstallation, sondern es ist ja wirklich ein ganzer Raum. Und wie gesagt, das passiert in New York 2003 in der Gagosian Gallery. Und dort war eine Einzelausstellung aufgebaut und installiert von Douglas Gordon, einem Künstler, dem wir heute noch sehr verbunden sind. Und zu sehen war eine einzige Arbeit, das war auch die ganze Ausstellung, mit dem Titel Play Dead Real Time. Und ja, was ist zu sehen? Zum einen gibt es zwei überlebensgroße Screens und einen kleinen Monitor auf dem Boden. Und man sieht einen Elefanten, der sich zum Sterben hinlegt. Das Spannende an der Kunst an sich sind ja oft die Geschichten, auch hinter den Geschichten. Hintergrundgeschichte zu dieser Arbeit ist, dass Douglas Gordon, ähnlich wie seine Künstlerkollegen auch der vorigen Jahrhunderte, sich auch sehr gerne mit dem Vanitas-Gedanken auseinandersetzt und eine Geschichte über einen sterbenden Elefanten machen wollte. Daraufhin in New York einen Zirkus gefunden hat und einen Tiertrainer, der über mehrere Monate mit einem Elefanten trainiert hat. Wir kennen es vom Zirkus, dass er sich nicht nur hinsetzt auf so einen Hocker und das Bein hebt und Terror schreit, sondern wirklich sich so hinfallen lässt, als würde er eben sterben und dann auch nie wieder aufstehen. Und das ist schon eine Arbeit, die ist an der Grenze zwischen Natur und Kultur und sie hat was, ja, eigentlich schon zutiefst Trauriges, aber auch eine ganz besondere Ästhetik. Die Kameraführung, übrigens wurde das in der Galerie gedreht. Also dieser Trainer ist mit dem Elefanten in die Galerie. Dort hat sich der Elefant mehrere Male hingelegt und die Kamera ist immer außen rum gefahren und hat dieses Tier von allen Seiten eben eingefangen. Und zu sehen sind dann eben die Aufnahmen auf diesen beiden Screens und eben auf dem kleinen Monitor, wo immer nur das Auge zu sehen ist. Und das ist nochmal eine andere Einstellung, eben aus einer anderen Perspektive des Raumes, dass Sie nochmal diese beiden großen Screens sehen. Dahinter ist natürlich noch am Boden dieser kleine Monitor mit dem Auge. Und ich zeige Ihnen jetzt einen Teilausschnitt dieser Arbeit. Die Arbeit ist nicht Teil meiner Sammlung. Sie war schon ausverkauft. Was ich versuche ist, sie gehört zum einen in Frankfurt, in einem Museum und auch in London, der Tate. Und wenn sie irgendwo installiert ist, fahre ich natürlich immer wieder gerne hin, weil es ist nach wie vor ein wichtiges Erlebnis. Ich war damals in der Galerie Stunden um Stunden und war so fasziniert von so einer Synästhetik, ja, und auch von so einer neuen Art der Kunstpräsentation, dass mich das schon sehr, sehr bewegt hat. Und jetzt nehme ich Sie mal kurz mit der Kamera, die um den Elefanten fährt. Und insofern, Film ab, es gibt keinen Ton bei der Arbeit. Das hat natürlich auch so was Unwirkliches auf so einem Galerieboden, so ein Tier. Normalerweise sieht man das in der Steppe und selbst im Zirkus ist es noch eine vertrautere Umgebung. Also in so einem White Cube-Kontext, finde ich, hat es so eine ganz besondere Ästhetik eben nochmal. Und
großer Elefant steht natürlich wieder auf. Aber es ist ein schweres Tier, wie man sieht. Es ist schon. Hat er einen Namen? Der Elefant? Ich glaube schon, das weiß ich aber nicht. Ich glaube, der lebt auch nicht mehr. Also der ist wirklich irgendwann gestorben. Ist ja schon eine ältere Arbeit auch. Und ja. Ja, was bedeutet es überhaupt, Kunst im 21. Jahrhundert zu sammeln und dann warum um Gottes Willen auch noch Medienkunst? Kunst sammeln generell, also so verstehe ich es, ist der Versuch, dem Vergehen der Zeit etwas Bleibendes abzuringen oder entgegenzusetzen. Und Medienkunst zu sammeln, ich habe es vorhin schon ein bisschen erläutert, das ist eine immaterielle, ephemere Kunstform. Das ist vielleicht dann nochmal was Besonderes oder etwas Schwierigeres und Komplexeres. Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele, hat mal gesagt, das, was du machst, Julia, Medienkunst sammeln, ist, als wolle man Schneebälle sammeln. Und das stimmt auch. Aber warum es so spannend sein kann und so aufregend, Schneebälle zu sammeln, das möchte ich Ihnen jetzt erläutern. Ich bin absolut davon überzeugt, dass sich die Aufgabe der Kunst im 21. Jahrhundert verändert hat. Ich glaube, spätestens seit der Einführung der Fotografie geht es nicht mehr um eine originäre Bildgenese, darum ein Bild, ein Abbild zu schaffen, sondern einen Ort der Reflexion zu erzeugen. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass die Medienkunst das so gut und so spannend und so aktuell machen kann wie keine andere Kunstform. Ich werde immer wieder gefragt, warum sammelst du denn Videos, warum nicht Malerei? Die kann man sich doch so schön aufhängen und installieren und das ist doch alles viel einfacher. Warum muss es denn das Video sein? Sie haben es gehört vorhin, ich bin mit den neuen Medien groß geworden, übrigens in einem sehr kunstaffinen Haushalt auch. Meine Großmutter war Schauspielerin und hat sehr früh schon Filme gemacht. Mein Urgroßvater war Dirigent. Also es gibt durchaus auch eine sehr starke kreative Seite bei mir in der Familie. Und für mich war es immer wichtig, dass ich mich mit der Kunst auseinandersetze, die meiner Generation entspricht, mit der ich mich identifizieren kann und umgekehrt. Und am allerwichtigsten für mich persönlich ist eigentlich der Aspekt der Zeitgenossenschaft. Und ich verstehe die Sammlung als ein Archiv von Zeitlichkeiten und ich versuche eigentlich seit 15 Jahren künstlerische Phänomene meiner Generation einzufangen. Wir leben im digitalen Zeitalter. Ja, und seitdem Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, glaube ich, hat es keinen größeren soziokulturelleren Wandel gegeben als den durch die Digitalisierung und das Internet. Und Teil dieser digitalen Revolution zu sein, das mit der Sammlung abzubilden, das ist hochspannend. Ich glaube schon, dass eben gerade dieses Ephemere auch eine Signatur unserer Zeit ist. Und wir durchleben einen fundamentalen gesellschaftlichen Wandel. Und den bildet natürlich auch eben die Kunst ab, immer die Avantgarde, also die jüngste Kunstgeneration. Und ich kann Ihnen sagen, es ist unglaublich spannend, mit dieser jungen Generation zusammenzuarbeiten. Natürlich habe ich einen gewissen Pioniergeist, einen Entdeckergeist. Dieses noch nicht, sagen wir mal, etablierte, spannende Feld zu untersuchen und mit meinem Team auch zu unterstützen. Natürlich eine Kunstform, die eben noch nicht den Einzug in alle Museen geschafft hat oder die eben noch nicht so etabliert ist. Das Tolle an der Medienkunst, und ich glaube, deswegen liebe ich sie wirklich so sehr, sie ist zum einen total unkonventionell, sie ist total nonkonform, sie ist überhaupt nicht identitätsstiftend. Also wenn Sie einen Warhol zu Hause haben, den Sie sich über das Auktionshaus erworben haben, dann können Sie Ihre Freunde einladen und unheimlich damit angeben und auch Eindruck schinden. Mit der Medienkunst geht das überhaupt nicht. Sie können sich keine 2-3-Kanal-Installation zu Hause im Wohnzimmer installieren und wenn Ihre Freunde sagen, was ist das denn? Also es ist wirklich eine Kunstform, die völlig für sich selber steht,
Aber was am tollsten eigentlich ist, ist zum einen dieser Aktualitätsanspruch. Sie bildet immer eine ganz lebensnahe Dynamik ab und ist wirklich ganz nah dran am Leben. Und was ich eigentlich am allerspannendsten finde an der Medienkunst, sie ist hochpolitisch. Und schaut man in der Kunstgeschichte zurück, so war es immer Aufgabe von Künstlern, das Hier und Jetzt zu kommentieren und auch ein Zeitgeschehen kritisch zu beurteilen. Ich habe nichts gegen dekorative Malerei, aber ich finde, wir leben in so schwierigen, spannenden Zeiten, dass ich es toll finde, wenn Künstler eine Aussage haben und wenn Künstler politisch sind. Und ich kenne keine Kunstform, die politischer ist als die Medienkunst. Also Sie merken, mein Herz schlägt dafür. Ich bin absolut davon überzeugt, wie gesagt, dass das natürlich auch der künstlerischste, aktuellste Ausdruck ist, den wir gerade haben. Und den begleiten zu dürfen und mit diesen Künstlern arbeiten zu dürfen, ist einfach wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Ich habe mir gedacht, an drei zentralen Fragestellungen Ihnen heute die Sammlung vorzustellen mit Videobeispielen. Die erste zentrale Frage, die ich beantworten möchte, wie gesagt, anhand der Sammlung und anhand von Videobeispielen ist: Wie kann der Betrachter angesichts der heutigen medialen Bilderflut Kunst überhaupt noch erleben, wirklich erleben? Das ist ja eine ganz, ganz zentrale Frage. Und es geht eben zum einen um den Betrachter und es geht natürlich zum anderen darum, wie muss ein Ausstellungshaus reagieren, wie muss ein Kurator, wie muss ein Ausstellungsmacher eine Ausstellung zusammenstellen, dass sie dem Besucher, oder dass sie dann mal so, dass sie den neuen Sehgewohnheiten der Besucher gerecht wird. Wenn Sie in Düsseldorf mein Ausstellungshaus betreten, dann empfängt Sie am Eingang ein Zitat, auch wieder von Douglas Gordon: Open your eyes, close your mouth. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Zitat, weil natürlich ein bisschen sich auf was Neues einlassen, das hilft schon ungemein. Also wenn man ein bisschen offen ist und sich auf was einlässt, so wie Sie heute, sonst wären Sie heute nicht hier, dann übernehmen wir den Rest und wir, sage ich natürlich, ich und mein Team, und versuchen, einen Ausstellungsparcours eben zu erzeugen, der spannend ist, der bleibt und der es eben schafft, dieses neue Medium wirklich zu genießen. Als ich vor 16 Jahren anfing, Medienkunst zu sammeln, Herr Hess hat es vorhin auch schon gesagt, da war das meistens so, es gab wunderbare Ausstellungsräume, die Malerei war ausgeleuchtet, die Skulptur hatte auch eine wunderbare Beleuchtung und ganz hinten, so kurz vor der Toilette, man wusste nicht so genau, geht die Ausstellung noch weiter oder nicht, war so ein kleiner Raum, da hing ein Vorhang davor. Da traute sich sowieso schon keiner rein und wenn man sich dann reingestellt hat, stand man vor einem Monitor. Man wusste nicht, wie lange man sich aufhalten sollte, noch worum es geht, noch überhaupt. Meistens bekam man Atemnot und zwar nicht, weil die Arbeit so gut war, sondern weil die Luft so schlecht war. Und das habe ich schon immer zum Anlass auch genommen, von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir müssen die Blackbox verlassen, wir müssen in den White Cube gehen mit den Ausstellungsräumen und wir müssen vor allen Dingen eine Ausstellungsarchitektur schaffen, die wirklich ein besonderes Seherlebnis erzeugt. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen von einem wirklich besonderen Seherlebnis. Eine wunderbare Arbeit von Doug Aitken aus 2002. Das ist schon mittlerweile im Medienbereich wirklich eine ältere Arbeit. Und auch das ist eben ein ganzer Raum. Sie sehen, es ist eine blaue Wandfarbe, das ist alles vorgegeben. Wir haben ein Soundsystem und wir haben drei Beamer, also es ist eine Dreikanalinstallation, die auf transluzenten Leinwänden diese Arbeit präsentiert. Und man kann diesen Innenraum betreten, man kann sich hinsetzen und man kann dann zumindest immer zwei Screens sehen. Man kann aber auch ganz außen rumlaufen um diese ganze Arbeit. Und je nachdem, wo man sich befindet, weil jeder Screen ist komplett transluzent und man kann hindurchschauen, ergeben sich völlig neue Blickwinkel. Und so wird eigentlich aus so einer Dreikanalinstallation fast eine Neunkanalinstallation. Und wie gesagt, je nachdem, wo sich die Arbeit befindet oder wo Sie sich befinden, haben Sie ein komplett neues Seherlebnis. Eine wahnsinnig schöne Arbeit, eine sehr, sehr spannende Arbeit und die auch eben zeigt, wie toll man Medienkunst einfach installieren kann. Das zweite Beispiel ist auch eine wunderbare Installation, die wir
2016 in Berlin aufgebaut hatten. Das ist eigentlich eine Dreikanal-Installation, wobei man hat zweimal sozusagen eine Geschichte, eine Narration, die sozusagen als mit einem Beamer auf die Wand geworfen wird. In der Mitte noch eine Texteinblendung. Und Sie sehen rechts und links noch zwei Scheiben. Und eine Scheibe ist eben Spiegelglas und die andere ist so ein Spionglas, wo man nur von der einen Seite durchgucken kann, von der anderen nicht. Auch da ergeben sich wieder ganz besondere Blickwinkel und das ist eine ganz immersive Arbeit, wo man sich wirklich reinlegen kann in der Mitte. Sie sehen ja, da gibt es diese Sitzsäcke und da kann man wirklich versinken und eintauchen in diese Arbeit. Ja, eine ganz spannende Arbeit, die ich Ihnen eigentlich gerne live gezeigt hätte, das geht aber aufgrund der Datenmenge nicht, ist die Arbeit von Ian Cheng, die wir 2016 in Berlin gezeigt haben. Sie sehen, dass die Arbeit auf einer Projektionsfläche von 11 Meter Länge gezeigt wird. Erstmal die Dimension ist schon extrem beeindruckend. Aber das Tollste ist, dass es die bisher in der Geschichte einzig existierende Live-Simulation ist. Es ist kein Video. Wir kennen das von einem Computerspiel. Es gibt eine Anfangssituation und dann generiert der Computer in jeder Sekunde das Bild komplett neu. Das heißt, beim Betrachten ist es jedes Mal ein neues Bild. Es wird nicht aufgezeichnet und es hat das Bild nie vorgegeben und es wird es danach auch nie mehr geben. Das ist für mich als Sammlerin natürlich toll, weil ich jedes Mal eine neue Arbeit habe. Also ich kann ja nicht sagen, ich habe das schon gesehen. Es ist absolut nicht möglich. Ich muss es mal vorstellen. In jeder Sekunde erfolgt der Bildfindungsprozess komplett neu. Zeitbasierte Kunst. Das ist hochspannend. Das ist für mich jedes Mal, wenn ich den Raum betrete, bei dieser Arbeit technisch eigentlich nicht zu fassen. Ja, dass dieses Bild in dieser Sekunde live übertragen wird. Es ist eben aber keine Live-Übertragung, wie wir es vielleicht vom Fernsehen kennen, wo es übertragen wird, sondern es ist eine Bildfindung, die sich in der Sekunde neu generiert. Und als letztes Beispiel für eine tolle Rauminstallation ist die Arbeit von True North, wo auch auf übergroßen Screens einfach fantastische Landschaftsbilder zu sehen sind vom Nordpol. Mit einer ganz tollen Akustik und wir hatten im Sommer 2017 die Arbeit in Berlin und die Leute sind dahin gepilgert, weil das wirklich so auratisch aufgeladen war, wirklich fast kirchenähnlich, meditativ, um der Hitze des Sommers sozusagen der Großstadt zu entgehen und in diese Räume einzutauchen und in diesen Räumen zu verweilen. Jetzt bin ich hier schon bei dem Dings. Die zweite Fragestellung. Die ich gedacht habe, die für Sie vielleicht spannend sein könnte, ist, wie gelingt es den Künstlern, durch dem Spiel mit der Zeit unsere Wahrnehmung zu verändern? Und da habe ich Ihnen jetzt drei Beispiele aus den 70ern mitgebracht. Es ist so, dass die Anfänge der Videokunst oder dass es bei den Anfängen der Videokunst so ist, dass es noch viel Dokumentation war. Das heißt, dass die abgebildete Zeit entspricht auch wirklich dem Original, dem Werk und dass man versucht hat, ganz viele Körperexperimente und Performances anhand dieser portablen Kamera aufzuzeigen. Es ist ganz spannend, dass gerade in den 60ern ganz viele Frauen diese Medienkunst genutzt haben, alleine im Studio. Sie brauchten keinen Assistenten mehr, in einer sehr intimen Situation, nur mit einem Stativ und einer Kamera wirklich Körperexperimente zu machen. Und so sind die 70er, wie gesagt, sehr dokumentarisch, aber mit einem wunderbaren Charme. Und beginnen möchte ich mit übrigens auch meiner absoluten Lieblingsarbeit aus der Sammlung, also wirklich eine ganz, ganz, ganz frühe Arbeit von Bruce Nauman. Von 1967. Das ist eine Vierkanalinstallation. Das kommt jetzt oder das konnte man so nicht fotografieren. Sie müssen sich vorstellen, einen Raum mit vier Wänden, auf die jeweils projiziert wird. Und man sieht den jungen Bruce Nauman, der seinen Körper als Leinwand benutzt und ihn und sein Gesicht und seinen Oberkörper mit Farbe bedeckt. Erst mit Weiß, dann mit Rot, dann mit Grün und dann mit Schwarz. Und das ist insgesamt, wie gesagt, ist es ein Raum mit vier Wänden. Und auf jede Wand wird eben eine der Farben oder ein Akt, wo er sich eine der Farben eben auf den Körper abbildet, eben ist dort zu sehen. Und wenn wir ins Videobeispiel reingehen, sieht das so aus. Es ist eine 16 mm Arbeit, daher das Rauschen des Projektors. Thank you.
und die nächste Videoarbeit, die ich Ihnen zeigen möchte, hat schon Kunstgeschichte geschrieben. Die Arbeit ist von 1971 von dem Künstler Chris Burden. Und das ist eine Dokumentation einer, ja, nennen wir es mal so, Live-Performance. Und bevor ich Ihnen diese Dokumentation zeige, wie gesagt von 71 und es ist auch nur ein kurzer Ausschnitt, möchte ich Ihnen den Erlebnisbericht von Chris Burden vorlesen. Kaum ein halbes Jahr nach seiner ersten Auktion lud er am 19. November 1971, also Chris Burden, ein knappes Dutzend Gäste in den von Kunststudenten organisierten Ausstellungsraum F-Space in Santa Ana, Kalifornien ein. Was sich dort abspielte, erklärte der Künstler so. Um 7.45 Uhr abends wurde ich von einem Freund in den linken Arm geschossen. Die Kugel war eine kupferummantelte 22 Long Rifle. Mein Freund stand ungefähr 15 Fuß von mir entfernt. Das sind knapp 3 Meter. Eigentlich hatte der Künstler darum gebeten, nur einen Streifschuss abzubekommen. Aber das Kleinkaliberprojektil durchbohrte seinen Oberarm. Zunächst zirkulierten nur Fotos des verletzten Künstlers, der als Dokumentation eines dieser Fotos auswählte, das ihn genau in diesem Moment zeigt, als ihn die Kugel traf. Denn, so Chris Burden, in diesem Zeitpunkt war ich eine Skulptur. Ich zeige Ihnen jetzt diese Dokumentation, das einzige vorhandene Bildmaterial von dieser wirklich spektakulären Performance 1971. Das beginnt mit einer Art Audiotape, dann ist eine gewisse Akustikaufzeichnung, also es gibt eine Tonaufzeichnung von Chris Burden und dann gibt es 8 Sekunden lang, also wirklich sehr, sehr kurz, diesen Schuss zu sehen. I'm shot in the upper left-hand arm by a friend of mine with a .22 rifle. The only visuals I have of this piece is a very short film clip, about 8 seconds long. So I'm going to begin the piece with an audio tape that was made during the actual performance. In the audio tape, some of the things to listen for are, do you know where you're going to stand, Bruce? And then later, right before the film clip happens, you'll hear me say, are you ready? Then you'll hear the clicking of the Super 8 camera. Later, after the clip is over, another thing to listen for is the sound of the empty shell dropping on the concrete floor. Okay, so I think we could go right into the audio tape. Nach der Schießerei habe ich gedacht, brauchen wir jetzt mal was fürs Auge. Vielleicht die ästhetisch schönste Arbeit bei mir in der Sammlung von 1973, Hannah Wilke, eine amerikanische Künstlerin, die mit 53 Jahren an Krebs verstorben ist und Zeit ihres Lebens, gerade 70er Jahre, als Frau sehr zu kämpfen hatte. Und zwar hatte sie unheimlich zu kämpfen, weil sie so gut aussah. Und man immer gesagt hat, eine Frau, die so aussieht, die muss ein Model sein, die kann keine Künstlerin sein. Und mit dem Klischee spielt sie und führt es eigentlich ad absurdum. Und ich möchte Ihnen einen Ausschnitt aus einer wunderbaren Live-Performance zeigen, die eben 1973 gefilmt wurde. Guerillamäßig ist sie in Philadelphia ins Art Museum eingedrungen und hat hinter dem großen Glas von Marcel Duchamp einen Striptease vollzogen. Sie trägt einen weißen Yves Saint Laurent Anzug, wie gesagt, ist, finde ich, wahnsinnig schön anzusehen. Und den ersten Teil des Striptease, den zeige ich Ihnen jetzt.
So, alles wollen wir natürlich nicht verraten, deswegen, ich habe Ihnen gesagt, nur ein Teil des Striptease. Ja, wie gehen Künstler, wie gesagt, mit der Zeit um? 90er Jahre wird dann schon viel experimenteller. Jetzt kommen wir zu den 2000ern, wo natürlich die Zeit, sagen wir mal so, als Echtzeit ja nicht mehr existiert, wo wir verschiedene Narrationsebenen haben, verschiedene Zeitebenen. Und ich möchte Ihnen von einer wirklich sehr talentierten jungen Künstlerin, Rachel Rose, die 1986 geboren ist, also die ist natürlich dann auch schon ein Digital Native, die Arbeit zeigen A Minute Ago von 2015. Wo man wirklich verschiedene Zeitzonen sieht. Wie gesagt, es ist mit Collage- und Montageverfahren gearbeitet. Man sieht das wunderbare Glashaus, was der Architekt Philip Johnson in Connecticut 1949 erbaut hat. Philip Johnson selber ist schon verstorben, läuft aber als Geist, als Hologramm durch sein eigenes architektonisches Werk hindurch. Dann springt das Bild und wir kommen in eine neue Narration, inspiriert von dem Sandsturm, beziehungsweise von dem Orkan Sandy. Gibt es Aufnahmen, die wiederum in Russland an einem Sandstrand entstanden sind. Für mich ist eigentlich nur wichtig, dass Sie sehen, wie sich natürlich auch im Laufe der Zeit die Technik sich ändert und natürlich auch die technischen Möglichkeiten, was den ästhetischen Ausdruck betrifft. Und so möchte ich Ihnen jetzt eben eine Arbeit aus den 2000ern zeigen. In other words, you've got to enter a building through a gateway, which we now have, and as you come in, you explore the whole terrace here. And the glass house big when I did everything like this, when there was big, and I did hands like this, and the inside, which you'll see in a minute, and when I'm loosened up. Goes up and goes to sleep. The whole house is anchored
that cylinder which pulls everything together from all anchored to the hull. To that cylinder which pulls everything together from all parts. To that cylinder which pulls everything together from all parts. That cylinder which pulls everything together from all parts. Ja, und die letzte Fragestellung, anhand derer ich Ihnen noch ein paar Arbeiten aus der Sammlung zeigen möchte, ist: Wie gehen Künstler und Künstlerinnen mit der veränderten Medienlandschaft um? Dazu ist zu sagen, dass es natürlich diesen großen Sprung in den 80ern zu den 90ern gab, also wieder natürlich Digitalisierung, das Internet. Fernsehen wird zum Massenmedium, es gibt eben diese zirkulierenden Bilder und die Bilderflut, und auch der Technologiesprung war natürlich sehr stark, gerade beim Übergang von den 80ern zu den 90ern. Und die erste Arbeit, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist von Chao Fei, eine Chinesin, die in Guangzhou studiert hat und dort auch aufgewachsen ist. Wir haben mit ihr in der Kooperation eine Ausstellung gerade in Düsseldorf gemacht. Und ich möchte Ihnen die Arbeit zeigen, R&B City von 2007. Diese Arbeit basiert auf der Computerplattform Second Life. Ich weiß nicht, wem das noch bekannt ist. 2003 gab es im Internet zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man sich ja als Art Avatar eine eigene Welt geschaffen hat. Man konnte in, sagen wir mal, eine Parallelwelt eintauchen, man konnte soziale Kontakte pflegen und man konnte auch sich so eine eigene Stadt eigentlich kreieren. Und Chao Fei hat das gemacht und hat sich sozusagen ihre Stadt der Träume im Computer oder am Computer eben erschaffen und da auch wirklich mehrere Jahre auch als Avatar innerhalb dieser Plattform verbracht. Und so ist diese Arbeit entstanden, R&B City. Wo es natürlich ganz viele kunsthistorische, aber vor allen Dingen auch architekturhistorische Referenzen gibt. Also wir sehen zum einen das Rad von Duchamp, aber auch den CCN Tower. Dann sehen wir das Bird's Nest, was in Peking steht, von Herzog und Dumeron erbaut. Wir sehen Teile aus der verbotenen Stadt. Aber ich glaube, Sie erkennen da noch viel, viel mehr. Die nächste Arbeit, die ich Ihnen zeigen möchte, ist von 2013, die war eben von 2007. Die Arbeit ist von Ed Atkins und heißt Even Pricks. Ed Atkins ist vielleicht der, sagen wir mal, Künstler, den man zu den Digital Natives, ihr hört das selber nicht gerne, aber da ein 80er geboren ist, zählt er dazu, ist der prägendste Künstler vielleicht im Bereich der Medienkunst. Er hat unser 10-jähriges Jubiläum kuratiert. Und er ist, wie gesagt, der Video- und Medienkünstler gerade, lebt in London, aber ist auch viel auf der Welt unterwegs. Und er arbeitet immer mit den neuesten HD-Technologien.
und hat eine ganz eigene Formsprache entwickelt. Wenn Sie mal Arbeiten von ihm gesehen haben, 2, 3, ist es sofort wiederzuerkennen. Also es ist auch ganz toll natürlich, dass er so einen eigenen, völlig signifikanten Stil entwickelt hat. Er verbindet immer Text mit Sound und kollagiert dann auch noch gewisse Text- oder Werbeblöcke mit ein. Die Arbeit, die ich Ihnen jetzt zeige, Even Pricks, wie gesagt, ist von 2013. Und dort hat er zum ersten Mal mit einem Gesichtserkennungsprogramm gearbeitet. Den Schimpansen, den Sie gleich sehen, das ist eigentlich der Künstler selbst, der vor dem Computer sitzt und die Grimassen, die der Schimpanse macht, das ist Ed Atkins selber. Dazu muss man sagen, er hat ein ganz eigenes Verfahren entwickelt, wie man Haut und Haare computeranimiert optimal darstellen kann. Also er ist da wirklich ein absoluter Künstler seines Fachs, muss man sagen. Und jetzt schauen wir uns Even Pricks an. Und wie gesagt, immer nur ein Teilausschnitt. Ich würde Ihnen gerne mehr zeigen von den Arbeiten, aber wir müssen ja auch irgendwann mal zum Ende kommen. Alles computeranimiert. Ja, und die letzte Arbeit, die ich Ihnen heute zeigen möchte, ist von Hito Steil. Die Arbeit aus dem Deutschen Pavillon von 2015, Factory of the Sun. Hito Steil ist eine Koreanerin, die aber seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Eben wie gesagt, Deutschland auch auf der Biennale in Venedig vertreten hat mit einer wirklich spektakulären Installation 2015. Sie hat letzte Woche den Käthe-Kollwitz-Preis in Berlin bekommen. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Sie ist vielleicht die spannendste Medienkünstlerin, die wir in Deutschland haben. Und wie gesagt, ich möchte Ihnen 2 Ausschnitte aus Factory of the Sun zeigen. Es ist eine hochkomplexe Arbeit, die über 20 Minuten geht. Hito Steil ist eine ganz kritische Künstlerin, die sich mit den wirklich komplexen Fragestellungen der Globalisierung auseinandersetzt. Sie ist sehr politisch und sie untersucht in dieser Arbeit die Kapitalströme. Die ganze Arbeit ist aufgebaut wie ein Computerspiel und ich zeige Ihnen als erstes eine Installationsansicht. So sah nämlich der Deutsche Pavillon im Untergeschoss aus. Das heißt, sowohl Boden als auch Seiten als auch Wände, ich weiß nicht, vielleicht war der eine oder andere in Venedig, hat es gesehen, war ein sogenanntes Holodeck, dass man wirklich Teil dieses Computerspiels war. Eine absolut faszinierende Arbeit. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich zeige Ihnen 2 Sequenzen. Und die letzte Sequenz ist dann auch eine Tanzsequenz. Und dann hatten wir am Anfang Namjoon Paik von 73, wo die Menschen getanzt haben. Und am Ende haben wir auch noch mal einen Tanz.
The aunt of my mother grew up in an orphanage in the Gulag, where they were referred to as orphans of the enemy. Her father was working right next to the border of Mongolia. This was right around the time of the Second World War, and when this war finished, the border shifted a few hundred kilometers to the north. He decided to take his family and move back into Russian territory. However, as they came to the border, they were stopped. Das ganz rechts ist die Künstlerin selber. You are the enemy, and he was shot on the spot. That is a very, very good diving scene. Very nice. Okay, so let's be really specific here. It's a drone. It's a flying device that has a weapon mounted on it, and it's going to shoot you. So you sort of don't know what it is. You turn to look at it. This is where the dancing thing starts to happen. This is in Edmonton, Canada. My brother started to do internet dancing in the basement of my parents' house and got a lot of attention, and then he became a star. The Japanese fans started picking up his moves and animating them as a multitude of different characters. So now there are a lot of them. There is Forsythe, the classy guy, who is the really popular one. Everyone's in love with him. The Street Fighter character is Guile. He's the blonde one, shirtless, with pants, who's like really doing these like, strong punching movements. And then there's Ogvaldo, who is the weird one, the one doing all of the strange dances. Und die zweite Szene habe ich noch ausgesucht, weil die spielt auf dem Teufelsberg in Berlin. During the Cold War, the NSA built a listening station. It was from here that they intercepted all signals. At this point in the game, everything flips. It turns out you are your own enemy, and you have to make your way through a motion capture studio gulag. Take a ride, take a ride, take a ride. Everyone is working happily, the sun is shining all the time, it's totally awful. During the Cold War, the NSA built a listening station. It was from here that they intercepted all signals. Ja, wie geht's weiter? Es geht natürlich weiter mit Virtual Reality. Die konnte ich Ihnen heute nicht mitbringen. Da ist der Stand der Technik noch so, dass Sie ein Oculus Rift, also so eine Brille, tragen müssen und können dann in eine komplett neue Welt, Kunstwelt, ästhetische Welt eintauchen. Das ist sehr spannend. Wir arbeiten mit dem Künstler John Raffman zusammen und werden auch in der nächsten Ausstellung, die Sie sehen, das zeige ich Ihnen gleich, die wir eröffnen in Düsseldorf, zwei VR-Arbeiten haben. Ja, was bleibt als Fazit zu sagen? Als Fazit bleibt für mich zu sagen, dass man es natürlich immer der nächsten Generation überlassen muss, ja, welche Bedeutung die Medienkunst haben wird. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es die Kunst meiner Generation und unseres Hier und Jetzt ist. Das Museum of Modern Art hat als letztes Department nach Malerei, nach Skulptur, nach Fotografie und nach Design das Department für Media und Performance eingerichtet. Ich durfte dieses Department mit aufbauen. Ich werde mit meiner Generation das, glaube ich, nicht nochmal miterleben, dass es ein neues Department am MoMA gibt.
Aber wie gesagt, überlassen muss man die kunsthistorische Bedeutung der nächsten Generation. Ich freue mich total auf alles, was in Zukunft kommt. Was für mich wichtig ist, ist freie, unangepasste Kunst. Wir haben schwierige politische Zeiten und wenn man sich den Globus anschaut, dann darf man auf vielen oder darf man eben in vielen Teilen dieser Welt nicht als Künstler nicht frei arbeiten. Freie, unangepasste Kunst ist immer ein Zeichen natürlich auch für den Zustand einer Gesellschaft. Und zu kämpfen für freie und unangepasste Kunst, das ist was, was ich mir persönlich sehr vorgenommen habe und was wir auch mit der Sammlung machen wollen und was wir auch immer mehr unterstützen wollen. Und ansonsten kann ich Ihnen nur sagen, es ist ziemlich, ziemlich toll, wieder hier zu Hause zu sein und mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.